Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Ich habe jetzt mal nachgesehen, weil ich dachte, ich wäre überall gewesen und ich habe total vergessen, dass es hier eine Tür in der Mitte gibt. Da müssen wir hinein. Oh Mann, ich bin ja aber auch so dämlich. Zuerst gehe ich überall woanders hin. Schnell. Und zack. Ich konnte hier wieder gleich eine Wache kommen. Ich wusste's. Natürlich renne ich voll in sie rein. Ich muss anfangen, langsamer zu laufen. Ich dachte zwar, dass du nach rechts blinkst, aber nicht, dass du auch mich anschaust, läufst. So, das ist ein stationärer. Schlecht. Ausweichskill heute mangelhaft. Schnell, 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 schnell. Fängst du an? Oh Mann, er sieht mich nicht. Wow. So, schnell. Hier rüber. Jetzt kommt gleich die Wache. Ganz vorsichtig. So. Ich müsste eigentlich der Lichtkegel hierher kommen. Oder auch nicht. Ich will erst nach dem. Schnell. Ha. Geschafft. Mann, ich vergesse immer, dass hier die mittlere Tür ist. Ehrlich gesagt. Ich bin so dämlich. So, hier brauchen wir die Turbo-Treter. Und zack. So. Der Wache vorbei. Sind hier noch mehr Wachen? Bin ich mir gerade unsicher. Hier ist jedenfalls noch eine. Ich glaube, hier laufen nicht so viele herum. So, hier hin. Und zack, geht's nach unten. Was gibt es hier? Nichts. Ah, ein Magiwok. Boah, dann bin ich eindeutig in der falschen Gegend. Weil die Zähne, die ich die ganze Zeit erwartet habe. Oder halt, die dürfte hier sein. Genau. Ist das nicht die Kristall-Eli, die da hängt? Ah, Hilfe! Hilfe! Kann mich nicht bewegen! Hilfe! Was macht sie hier? Müssen ihr helfen? Sie verschwindet? Ein Trugbild? Ein Trugbild, Maylin ist es. Wie sagt man dazu? Das hast du doch kommen sehen. Das kriegst du halt dafür, wenn du mich zum Narren hältst. Willst du jetzt ein bisschen Reue? Kein bisschen. Was, der egoistische kleine Hexe? Lass mich sofort hier raus. Ah, wie kannst du es wagen? Du bist bloß ein, wie sagt man so, uncaring. Bloß ein. Mein Gott, ich weiß nicht, was uncaring heißt. Wie sagt man das? Ah, ich weiß, was ich sagen will. Du bist bloß ein unsensibler, kaltblütiger Idiot. Und, ach übrigens, ich arbeite nun für Mr. Wong. Er hat mir diesen Befehl gegeben. Lass Ark für immer in diesem dunklen und kalten Dungeon. Ark kann hier einfach sterben und verrotten. Deswegen werde ich mich besser... das wird es mir leichter machen, mich besser zu fühlen oder so. Ach, keine Ahnung. Dann werde ich mich besser fühlen. Besser. Hey, sogar ein Zwerg wie die, der ist deine Frau. Helken. Helhesnofubi, was ist denn das für eine Grammatik, hä? Ich muss gucken, was dieses Hess heißt. Ob es dieses Wort überhaupt gibt. So. Hess? Nö, gibt's nicht. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Statt hier rumzulabern, finde lieber einen Weg nach draußen. Hey, nimm's leicht. Gute Sache, stimmt's? Verdammt! Ja, ich sag mal, nutzloser Zwerg, sag ich mal. Warum muss ich mich immer damit herumschlagen? Verdammt nochmal, ich werd schmollen. Dem Boden wird geschmollt. Da scheint mir jetzt die richtige Ellie aus Stockholm zu sein. Nicht die Christa Ellie, die ein Trugbild war. Nur Merlin kannte sie überhaupt. Ach, ist das nicht Void? Und das muss Wong sein.
Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe gedacht, du bist einfach nur ein Mädchen. Du hast König Henry getötet und bist dann abgehauen. Ich habe lange nach dir gesucht, Eddie aus Stockholm. Du bist es. Du hast meine Eltern und alle anderen im Dorf getötet. Das stimmt nicht. Es war Henrys Job, Informationen zu sammeln. Er hat ebenfalls versagt. Mein Job war es einfach nur, die gesammelten Informationen zu liefern und Geld zu bekommen. Oder Geld zu liefern, keine Ahnung. Es ist dieselbe Sache. Ich weiß nicht, wer hinter dir steckt. Aber deine Leute haben unschuldige Leute für deine eigenen Bedürfnisse getötet. Hoho, schuldig oder unschuldig, das ist egal. Ob es notwendig oder nicht ist, das ist das Problem. Der Tag wird kommen, wenn nur noch notwendige Leute für immer überleben werden. Aber warum möchtest du das wissen? Warum möchtest du das über den Schatz von einem winzigen Dorf wissen? Wir haben genug geredet, junge Dame. Du sagst es mir ernsthaft. Denk gut darüber nach. Es ist besser, wenn du sprichst, bevor du verletzt wirst. Du, Bodyguard, pass auf das Mädchen auf. Ich habe dich im Loire-Schloss getroffen. Du hast den König besucht. Und du warst ein Bräutigamskandidat. Du warst mit diesen Männern zusammen, nicht? Wer weiß? Ich bin bloß ein Vagabund, der für eine Handvoll Gems arbeitet. Ich mag es nicht, Mädchen wehtun zu müssen. Du bist besser hier. Du tust dich jetzt besser nicht mehr rühren. Yo, Yomi, weck mal auf. Hey, ja, hör dich auf zu schmollen. Ich habe etwas von oben gehört. Was auch immer, was sollen sie schon für uns tun? Wir werden es diesmal nicht schaffen. Oh, ich verstehe. Nun, wenn du es so sehr liebst, wenn du deinen momentanen Verfassung so sehr liebst, soll ich mich nicht beschweren. Ich habe nur ein bisschen angenommen, dass wir irgendetwas versuchen, Held, anstatt hier nur herumzujammern. Bis später. Ein Geräusch, hm? Naja, ich sollte es mir mal anschauen. Na dann. Ist da jemand? Ja, hier. Ja, ich bin Ark. Wer bist du? Ark? Wirklich? Ich bin es, Feider. Ich werde dich herausfischen. Warte nur. Eine Kette? Vielen Dank, Feider. Greif nach dieser Kette und kletter nach oben. Das sieht dir gar nicht ähnlich, so einfach gefangen zu werden. Was ist passiert? Maiden ist passiert. Keine große Sache. Ich habe bloß ein bisschen mit diesem egoistischen Gehöre gespielt. Na gut, aber warum bist du gekommen? Du weißt, dass es hier gefährlich ist. Warum bist du hierher gekommen? Also eigentlich sind wir für die Airplane Parts gekommen, das sage ich auch. Für einen Freund nehme ich an. Ich muss Flugzeugteile finden. Er hat sein Leben dem der Erschaffung eines Flugzeuges. Moment, wie sagt man? Eben hatte ich noch gut im Kopf. Verschrieben, genau. Er hat sein Leben den Flugzeugen verschrieben. Ich möchte seinem Traum helfen. Ich habe gehört, der Eigentümer des Schlosses hat jede Menge Materialien aufgekauft. Nee, es wird heißt bestimmte. Ich weiß nicht, warum er das tut oder warum er die Prinzessin braucht. Aber ich glaube nicht, dass diese Angelegenheiten nicht miteinander zu tun haben. Ich werde zu der Ostseite des Schlosses gehen. Sei vorsichtig. Ja, jetzt müssen wir zur Ostseite. Ich bin natürlich viel zu früh dahin gegangen und jetzt muss ich da wieder lang. Gut, das war meine eigene Schuld. Wenigstens haben wir die ganzen Truhen schon eingesammelt. Das ist doch was Nettes, oder? Ich komme jetzt sogar an denen vorbei, dabei gebe ich mir gar keine Mühe. Und nochmal hinaus. So. Könnte nämlich sein, dass in der Off-Seite Mailing nochmal auftaucht. Und vorbei an ihm. Oder so. So geht's auch. So, jetzt müssen wir an den anderen Deppen vorbei.
konnte ich denn die Tür in der Mitte übersehen? Wie konnte ich schnell vor uns sieht? Okay. Dem vorbei. So, jetzt kommt der. Oh, das wäre viel leichter gegangen, einfach an mich vorbeizugehen. Ich bin ja so ein Riesendepp. Gott, ich kann gerade wirklich nicht erzählen, wie dämlich ich bin. So. Da, schon wieder die Christa Ellie. Maylin schon wieder. Prinzess Ellie wird hier gefangen gehalten. Bitte beeil dich und hilf ihr. Okay, Maylin, was ist diesmal für eine Falle? Vor allem, das hier war früher nicht auf, oder? Bücher gibt's hier keine. Und zack. Hier geht's raus. Ah, hier gibt's Bücher. Kann ich die lesen? Es wird in diesem alten, verblassten Buch geschrieben. Verschlossene Pfade müssen von den eigenen Füßen geöffnet werden und nicht von anderen. So, steht noch irgendwas in den Büchern? Ich glaube, man kann nur die dunklen Bücher lesen. Die kann ich nicht lesen. Da ist ein dunkles Buch. In diesem alten, verblassten Buch steht geschrieben. Sechs Lichter erleuchten eine neue Straße, in dem sechs Lichter erlöschen. Genau, das war die Sache mit dem Kerzenleuchter. So, wir wissen, dass du woanders bist. Kicher, du Dummbatzark. Du fällst zweimal auf denselben Trick rein. Wir wussten, dass es Maylin ist. Warum du nicht, Ark? Und jetzt geht's hier in den Spyko. Also das Kind fand ich die Szene immer äußerst unheimlich. Kicher. In Arks Herzen existieren zwei Ellies. Eine über und über, eine nach oben und eine unten. Hey, Ark. Welche Ellie magst du wirklich, Ark? Ark, lass dich nicht reinlegen, das ist ein Trugbild. Ich weiß. Albträume schleichen sich in die Löcher oder eher in die Abgründe von den Herzen der Menschen. Ark, glaube an dich. Glaube in deine eigene Stärke und schlage oder eher besiege den Albtraum. Danke, Feider. Leute hereinzulegen und bei indem sie Trugbilder von Ellies Leiden zeigt, sage ich mal. Das war jetzt schwer. Wo bist du? Ich weiß, dass du in diesem Raum bist. Zeig dich! Ja, da ist sie, Maylin. Warum mischst du dich ein? Wer bist du überhaupt für Ark? Und wer könntest du sein? Du scheinst Ark zu kennen, aber warum tust du ihn so quälen? Er hat auf mein Gefühl herumgetrampelt. Er soll leiden, leiden und leiden. Er auf genau dieselbe Art. Aber endlich zeigt sie mal jemand. Zeigt der kleinen Göre mal jemand. Du wurdest verletzt, also gibst du den Schmerz zurück? Du bist ein Kind. Du solltest niemals, verliebt sein und auf diese Art denken. Das geschieht dir jetzt absolut recht. Wer sagt das? Du und Ark, ihr könnt beide Wochen morgen ausgelöscht werden. Was für ein Trip. Lass uns losgehen. So. Feiler folgt uns, das fällt mir gerade jetzt erst auf. Wir wollen wieder hier raus. Wir haben noch nicht alles geschaut. Na nun, Maylin, bist du nicht hier weg? Der Eingang ist versiegelt. Der war doch vorher noch offen. Die Musik. Maylin, sehr gut. Die Mäuse wurden gefangen. Mäuse, man kann sie jagen. Flugteil?
Jetzt muss ich immer an Katzen denken. Weißt du, man kann sie jagen, aber es ist aus, es ist los, es ist Zeit, es zu beenden. Maylin, ich danke dir, aber du wirst nicht länger gebraucht. Warte eine Sekunde, Mr. Wong, was meinst du damit? Das weißt du nicht. Ich tue dir dasselbe an, was du Arkton getan hast. Er tut dir dasselbe an, sag ich mal. Ich glaube, das sagt Faida. Er plant, uns alle hier umzubringen. Warum? Ich habe hart für Mr. Wong gearbeitet. Du verstehst das nicht, stimmt's? Das pure Böse behandelt Leute wie Ameisen. Heulzeit? Heulzeit. Ah, ich war so dumm. Tut mir leid, arg, Opa. Nanu? Scheint jemand die Tür zu öffnen. Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn da? Nee, was ist denn hier? Peril, du warst es und du tust einfach durch uns durchskaten. Hey, hallo, wenn das nicht arg ist. Ich habe ein Mädchen weinen gehört, also kam ich hier rüber. Das bringt die Mädchen doch nicht zum Weinen. Übrigens, hast du diesen Typ getroffen, der das ganze Metall gekauft hat? Wir haben keine Zeit, Mädchen zum Weinen zu bringen. Lass uns unsere Arbeit erledigen und abhauen. Aber dieses Schloss ist, klasse. Richtig perfekt für Skateboarden. Juhu! Du lässt dich die Ruhe weg. Naja, du bist im selben Alter wie Maylin, würde ich sagen. Sieht beide so ungefähr 12, 13 aus. Kannst jetzt raus, hm? Ich werde dich schon mal vorgehen. Und du, Maylin? Ah, du wirst die Prinzessin retten, stimmt's? Seh dir die Wand gegenüber der ungepaarten Statue an. Dahinter ist das Zimmer, in dem die Prinzessin gefangen gehalten wird, aber sei vorsichtig. Boyd ist ein Bodyguard, der von Wong angeheuert wurde. Er passt auf sie auf. Und ich lag falsch. Tut mir leid. Also, wir sollen uns die Wand angucken, wo kein Statuenpärchen ist. Das hätte ich auf Deutsch eleganter ausdrücken können, aber will ich da jetzt drüber nachdenken? Ich habe gerade ein paar Probleme, das rauszufinden. Asynchron, nee, nicht asynchron. Ja, das war jetzt Absicht. Asymmetrisch, genau. Die asymmetrischen Statuen sind das, hätte ich sagen können. Der ja, wo nur eine Statue ist. Hä? Man kann doch da in deinen Lichtkegel rennen. Schön. So, muss ich hier wieder aufmachen? Ne, ist schon offen. Moment. Hier ist das, oder? Was ist das? Sieht aus wie ein Schalter. Was ist das? Das ist die, ungepaarte Statue, über die Maylin gesprochen hat. Ich weiß halt nicht, wie ich es auf Deutsch ausdrücken kann. Tut mir leid. Was soll ich wohl tun? Natürlich drücken! Ach komm, drücken! So, jetzt geht hier endlich auf. Das, was ich vorhin schon gedacht habe. Jetzt sind wir langsam durch hier. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht mehr an Wachen vorbei. Ja, doch schneller als ich dachte. Also entweder muss ich hier die Kerzen auspusten. Nee, das heißt, wir müssen hier wieder das machen. Boom, klack. Da, Ellie. So, wir machen den Part ein bisschen länger und rennen noch raus. Ich kann's nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich an einem Ort wie diesem treffen würde. Ich hatte nicht mal geglaubt, dass ich dich jemals wiedersehen würde. Aber ich wollte dich immer wiedersehen. Ist das ein Traum? Hey! Ach, das ist jetzt Void. Tut mir leid, Junge. Ich habe keine bösen Absichten, aber das ist mein Geschäft. Ich wollte schon immer sehen, wie gut du bist. Das ist eine gute Gelegenheit. Kein Bedarf. Ich sollte deine Gegnerin sein. Jo, Faida. Ah, bring die Prinzessin hier raus. Was tust du? Beeil dich. Komm, wir gehen, Ellie. Hinaus. Gut. Ah, Maylin. Arg, hier lang.
Du kannst mit der Prinzessin nicht an den Wachen vorbei. Ich kenne einen verborgenen Weg. Keine Sorge, ich werde dich diesmal nicht hereinlegen. Folge mir. Nicht so schnell, Meline. Gott, bist du schnell. Wo ist sie hin? Da. Ach ja, sie war ja schon ziemlich schnell, als wir Loran waren. Und mit dem Kleid kann Ellie ganz schön schnell laufen. Ich glaube, hier ist der Weg. Komm, komm, sind wir da? Ja. Da ist ein, ich würde mal sagen, ein Kanal. Ich habe gehört, Mr. Wong hat gesagt, dass es nach draußen geht. Geht rein. Und da sollen wir eine Prinzessin mitnehmen. Na gut. Feiner Schwert. Ich habe dich schon vorher getroffen. War es im Loire-Schloss? Nein. Sogar davor haben wir uns irgendwo getroffen. Es ist eine Ehre, dass jemand so schön ist wie du, sich an mich erinnert. Aber ein Schwert passt nicht zu einer Schönheit. Leg deine Waffe nieder. Genug Laber. Zieh dein Schwert. Jeder, der es wünscht, die Prinzessin zu verletzen, muss mir antworten. Lass mich dich etwas fragen. Warum kämpfst du so viel? Dieses Mädchen ist keine Prinzessin mehr. Du solltest jetzt einfach gehen können. Wenn ich es dir erzählen würde, so ein Herumtreiber wie du würde das niemals verstehen. Jemand, der Schutz benötigt, existiert. Ich kämpfe für sie, das ist alles. Jemanden zum Beschützen, verstanden. Geh, ich werde dich nicht aufhalten. Was meinst du? Ist es nicht dein Job, uns zu töten? Ich habe mich umentschieden, das ist alles. Nun geh. Beschütze deine wertvolle Prinzessin gut. Er ist doch kein so schlechter Kerl, wie man meint. Arg, warte. Ich werde auf Feida warten. Feida hat sich immer um mich gekümmert. Ich kann sie nicht hierher zurücklassen. Das ist sehr nobel von dir, Ellie. Bitte, geh vor. Ich werde dir mit Feida folgen. Gut. Wir hätten eigentlich mit dir hier warten sollen, aber dann geht die Story nicht weiter. Tut mir leid. Tut mir leid, Arg. Ich kann dich nicht länger belasten. Da sind noch viele Dinge, die ich tun muss. Ja, Ellie hat noch ihre ganz eigenen Aufgaben. Ah, wow, oh no. Oh nein. Meine Güte, sie ist weg. Oder eher, oh meine Güte, nein. Und ob der Beruga ein Moskas herausfindet, wird er super wütend sein. Wait, du fängst Ellie und bist diese Maus los. Und zwar jetzt. So. Der Mastermind ist also Beruga, der Kopf hinter dem Ganzen. Nun kennen wir den Namen. Was sagst du? Wenn du jetzt nicht gehst, bist du gefeuert. Wong, du konntest das nicht wissen. In dieser Arbeit, die du Vorbereitung nennst, sind viele Leute gestorben. Unter ihnen mein engster Freund. Worüber sprichst du? Ich weiß nicht, worüber du sprichst. King Henry ist schon tot. Es ist nur noch du und dieser Beruga, der erwähnt worden ist. Nein, nein, stopp! Überstürzt nichts! Das wird übel. Okay. Sind wir hier draußen? Ach, das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Warte, Arg! Ah, Melin. Hehehe. Sie sind gerade in verrückter Verfolgungsjagd von Args Trugbild. Hey! Wo ist die Prinzessin? Was, hast du sie nicht gesehen? Nicht ich? Ich dachte, sie wäre bei dir gewesen, Arg. Was passiert hier? Was? Das Schloss ist am Schüttern. Am Beben. Wollt ihr nicht weiterlaufen? Oh. Es scheint kaputt zu sein. Bist du wirklich in Ordnung? Bist du nicht gestorben? Arg wird nicht so leicht sterben. Klar, wir haben dir sich eine ganze Stadt voller Trugbild-Zombies überlegt. Wow, bist du okay? Bist du nicht verletzt? Das Schloss wird zusammengebrochen und wir sind aus dem Abfluss herausgeflossen. Oder eher herausgeschossen worden. Jobo, bist du okay? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich habe in der Stadt gehört, dass die Metallpreise wieder normal werden. Ich werde jetzt Will helfen gehen. Es wird geschäftig werden. Komm doch auch zu Will. Du wirst ganz schön erstaunt sein, wegen dem, was er gemacht hat. Arg, tut mir leid. Ich habe etwas Schreckliches getan.
Aber arg, du hast niemals aufgegeben. Du hast mich gerettet. Du hast nicht angefangen, mich zu hassen. Das ist genug für mich. Hey, ich werde zurück nach, zurück zur Oper gehen. Nach Lhasa. Arg, komm mich doch manchmal besuchen, ja? Jo! Yomi noch? Der ist jetzt wieder allein. Ich frag mich, was mit der Prinzessin und der, der Damenritterin passiert ist, einfach nur der Ritterin passiert ist. Oh ja, die Metallpreise sind wieder normal. Wir sollten nach Nearlake gehen. Dieser Flugzeugtyp, er ist bestimmt fröhlich wieder an der Arbeit. So, jetzt haben wir aber genug überzogen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Aber bitte sagt mir dann doch auch, was ich hätte besser machen können. Tschüss und bis zum nächsten Mal.